Das 7:3 am Samstag gegen Langenfeld war der 7. Heimsieg heuer und am Sonntag gegen den HC Mördingen, einen der Konkurrenten um den Aufstieg in die erste Bundesliga, hätte man eine Heimspielsaison ohne eine einzige Niederlage perfekt machen können. Nur gegen Bernhardswald gab es ein Remis, ansonsten wie gesagt nur Siege am Pulverturm. Und genau bei diesem TSV Bernhardswald hatten die Mördinger tags zuvor erst ihre zweite Saisonniederlage kassiert. Die Partie Wölfe gegen Panther hatte also richtungsweisenden Charakter. Und die Gäste aus dem Breisgau erwischten den besseren Start. Per Abstauber gehen sie nach 3 Minuten in Führung. Doch die Wölfe bissen sich rein in dieses Match und drehten noch im ersten Drittel die ganze Geschichte durch eine schöne Einzelleistung von Kapitän Fabian Hillmeier und einen von Routinier Wolfgang Hindl abgefälschten Schuss. Auch vom zwischenzeitlichen 2:2 der Panther zu Beginn des Mittelabschnitts ließen sich die Hauserinnen nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil, Dominik Kuhnle in der 24. Florian Kotsch in der 25. und Ausnahmespieler Tim Bernhard in der 34. Minute stellten auf 5:2. Der Treffer von Bernhard fiel sogar bei doppelter Unterzahl der Wölfe. Damit aber noch nicht genug. Nach einem weiteren Mördinger Treffer antworteten wiederum Hindl und Hillmeier mit einem weiteren Doppelschlag in der 37. und 40. Minute. Nach diesem 7:3 Zwischenstand nach 2 Durchgängen schien der Drops eigentlich gelutscht. Aber nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Gegen Bernhardswald hatte man zum Beispiel nach einem 5:1 Vorsprung noch das 5:5 kassiert, regierte plötzlich das Zitterhändchen bei den Attingern. Die Breisgauer kämpften sich im Schlussabschnitt Tor um Tor heran. Bernhard hatte zwar zwischendurch das vermeintlich beruhigende 8:4 erzielt, aber nach 3 schnellen Treffern der Gäste stand es nach 55 Minuten plötzlich nur noch 8:7 für Atting. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn Nikolas Linsenmeier kurz darauf nicht im Pfosten, sondern ins Tor getroffen hätte. So aber beendete in der 58. Minute der überragende Bernhard den Spuk und versetzte den Gästen mit dem 9:7 den K.O.-Schlag. Das war natürlich wichtig am Schluss aussehen, dass wir einen kühlen Kopf bewahrt haben und dass wir da nicht eingebrochen sind, wo uns das Jahr das ein oder andere Mal auch schon passiert ist. Wem anders als Bernhard, dem sein insgesamt 4. Treffer an diesem Nachmittag gelang, war es vorbehalten, dann noch den 10:7 Endstand zu markieren. Damit war die Heimspielsaison ohne eine einzige Niederlage perfekt. Ja, das war ein tolles Spiel, wie eigentlich jetzt die ganze Heimsaison. Ich muss auch sagen, ich muss jetzt mal ein Riesenkompliment an meine Jungs machen. Echt Wahnsinn, 9 Heimspiele, kein einziges verloren, noch gerade mal einen Punkt abgeben. Wenn uns einer vor der Saison gesagt hätte, dann hätten wir, glaube ich, gemeint, ja, das ist, hätten wir es nicht für möglich gehalten. Aber ich muss echt ein Riesenkompliment machen. Das ist wirklich top, was die Jungs da heuer bisher zeigen. Aber noch ist die Saison ja nicht vorbei. Atting steht mit 21 Punkten an der Spitze der Tabelle, muss aber wohl mindestens 2 der letzten 3 beinharten Auswärtspartien gewinnen, um am Ende vorne zu bleiben. Ja, auf alle Fälle. Nächste Woche in Bernhardswald, Freiblatt. Ist immer schwierig zum Spielen. Wir schauen natürlich, dass wir alle 3 Spiele gewinnen und mal schauen, was am Schluss rauskommt. Letztendlich haben wir es ja selber in der Hand. Allerdings sind es 3 schwere Auswärtsspiele. Wir haben jetzt auch aufgrund von der Hallensituation eigentlich fast kein Training mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Weil letztendlich, wie gesagt, wenn wir jetzt Spiel gewinnen, sind wir erst da, aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken und dann wird man sehen letztendlich. Neben dem Derby beim Tabellenzweiten Bernhardswald müssen die Wölfe noch beim 6. Speichingen und dann wohl zum großen Showdown am 8. September beim 3. und sicherlich ernsthaftesten Konkurrenten Schwabmünchen antreten. Aber egal, wie es am Ende ausgeht, die Saison 2012 kann jetzt bereits als Erfolg gewertet werden. Ja, absolut zufrieden. Also ich denke, wir haben jetzt mit dem Ergebnis heute auf alle Fälle haben wir da einen Haken dahinter gesetzt, dass man sagen kann, das ist eine gelungene Saison. Ich denke auch nicht, dass wir aufgrund vom Punktevorsprung jetzt schlechter als Dritter werden. Und das ist wirklich eine Leistung. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit der jüngsten Mannschaft, mit den glänzenden Kader, wirklich top, Hut ab. Diese Einschätzung kann man sich nur anschließen.